So, da sind wir wieder. Alter Schwede, ich sehe gerade, wir machen 29.000 pro Tag. Willkommen zurück zu Prison Architect, den Tausender-Knast. Erstmal, ne, bevor ich jetzt hier was anderes laber. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Platz. Wir haben die ganzen Radios eingebaut. Ja, ich weiß nicht, wie gefällt denn eure Zelle euch? Wertung? What? Why? Wieso haben die so ein schlechtes Sicherheitsgefühl? Verstehe ich nicht. Was ist denn das Problem? Ach, jetzt normalisiert sich das. Ich trotzdem nicht gut, die Wertung. So, der sieht das schon irgendwie besser. Vielleicht, weil meine Wachen gerade nicht da waren. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Zellenqualität, was sagen die eigentlich zu den Zellen? Durchschnittlich. Okay. Ne? Was sagen die zu ihren Zellen? Unterdurchschnittlich. Pech gehabt. So, was wollen wir jetzt machen? Ich wollte jetzt ja eigentlich noch den irgendwie. Den Trakt für die Sicherheits, also für die, wie heißt das? Für Sicherheitshaft, doch, Sicherheitshaft, oder? Wie heißt das? Schutztrakt. Genau, den Schutztrakt wollte ich planen. Das war's. Deswegen würde ich sagen, plane ich einfach ein bisschen und ihr schaut mir einfach zu. Ne? So, wie es ihr immer macht, wenn ihr meine Videos einschaltet. Oder, ja. Upsa. Da haben die wieder gegraben. Richtig, aber sogar richtig ordentlich. Guckt euch mal das an hier. Die kleinen Pisser. Finde ich nicht nett. Ist anscheinend nichts. Keine Ahnung. Ich lasse es doch so. Ich habe mir gedacht, vielleicht mache ich hier einen Dreiergang, weil ich ja überall Dreiergänge habe, aber nee, scheiß drauf. So, dann müssen wir nur noch die Kantine planen. Ich weiß nicht, ich denke, ich werde eine Küche nehmen. Ich werde die Küche einfach nehmen. Dass die dann die Kantine hier unten beliefert. Dann werden wir einfach mehr Köche einstellen, denke ich. Ich weiß nicht, ich denke, die ist sowieso nicht ausgelastet. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wir machen den Hof klein und machen das dann so. Machen hier eine kleine Wäscherei, hier Vergnügungsraum und ne. Dann können sie sich auch selbst versorgen. Dann können sie selbst putzen, selbst waschen und können halt hier die Jobs übernehmen. Wieso nicht? Ich würde sagen, das sollte passen.
Ach fuck, ich brauche noch einen Besucherraum. Oh, habe ich auch noch vergessen. Drei Zellen Einzelhaft, hier Vergnügen, da können wir hier eine Tür reinsetzen. Drei Zellen Einzelhaft, Besucherraum, Hof und Wäschekammer. Ist eigentlich in Ordnung. Also finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Postraum kriegen die nicht. Pech gehabt. Post gibt's nicht. Vielleicht kriege ich den noch irgendwo rein. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir dann auf jeden Fall. Seht ihr das? Seht ihr diesen Bug hier? Die fucking Kamera kann durch die Wand scheinen. Also ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Ist irgendwie komisch. So, müssen auf jeden Fall noch da eine Wache reinsetzen. Wir haben ja gerade die Kapazitäten. So, dann haben sie diesen Raum fertig, alles klar. Dann den Gang. Können wir eigentlich auch löschen. Könnte ich hier nochmal Zellen hinsetzen. Einfach nur den Gang verwenden. Ja, dann kann ich das auch alles erweitern. So, das ist natürlich scheiße. Ich habe natürlich hier den Hof jetzt überdacht, was wir nicht haben wollen. So, dann Zellen einrichten. So, Klo hier hin. Bett dahin und dann machen wir noch, obwohl, wir machen das Klo hier hin. Und die Dusche dann auch dementsprechend, das heißt Abfluss. Oder okay. Also was machen wir so? So. Dusche, kommt dahin, das passt alles. Ja, das ist die Zelle, wie sie geplant ist. So, ansonsten. Informationen, Bandenmitglieder. Ich weiß gerade nicht, wie das... woher erfährt man, welche welchen Banden er angehört? Oder welcher Bande? Versteht ihr, was ich meine? Kann ich nicht sagen. Woher weiß ich, was für ein Bandmitglied welcher Bande angehört? An den Gesichtstattoos oder was, dass die unterschiedlich sind? Warte. Und drüben?
der riecht nichts mehr. Nö. Sieht nicht so aus, als wären das Tunnel. Also ich glaube, die haben das immer sehr gut herausgefunden mit den Tunneln bis jetzt, meine Hunde. Ich bin stolz auf meine Hunde. Sehr gute Hunde. Genau. Gucken. Oh, der Bürgermeister ruft an. Bei einem Vorfall in einer anderen Richtung wurden Sicherheitsprobleme bei Familienbesuchen in Gefängnissen deutlich. Ja gut, wir sollen alle Besucherräume aussetzen, alles klar. Dann gibt es jetzt keine Besucherräume mehr. Nope. Nope. Das ist natürlich Kacke für mich. Und das ist noch nicht mal als Besucherraum ausgezeichnet. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal die Bank setzen. Weil, ne, passt ja trotzdem. So, dann kopieren wir das Ganze. Das sollte auf jeden Fall alles reichen. Müssen wir auf jeden Fall nur noch dieses ganze Zeug einrichten. So. Die ganzen Bandmitglieder machen hier richtig Stress anscheinend. So, warte mal, Bandmitglied, du wirst wieder in normale Sicherheit gesteckt. So, wie sieht's aus mit meinen Informanten? Haben die mittlerweile ein bisschen Abdeckung? Naja, es geht. So, da haben wir nochmal einen für diese niedrige Sicherheit. Der ist auch noch ein bisschen da, den engagieren wir dann. Naja, ein Informanten für die niedrige Sicherheit ist auf jeden Fall auch klasse. Wir haben extrem viele Bandmitglieder. Gleich wieder runterstufen. Was soll ich dann noch großartig zu sagen? So, dann hätten wir das auch. Gemeinschaftsraum ist mir auf jeden Fall. Hallo. Du bist erstmal ein normaler Sicherheitsboy und das ist nicht dein Bereich, Junge. Das ist nämlich Schutztrakt. So, verpiss dich, mein Freund. Wir können dann auch in die Putzkammer nochmal so einen Boiler reinstellen. Ne? Wird auf jeden Fall passen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier auf jeden Fall heiße Duschen hinbekommen. Aus dem Strom. Strom habe ich noch ein bisschen Kapazität. Alles klar. Dann Metalldetektoren auf jeden Fall. Müssen wir auch noch hier und hier ransetzen. Dass hier nichts passiert. Ansonsten würde ich sagen, irgendwo anders mehr. So. Haben wir am Eingang Metall? Habe ich am Eingang Metalldetektoren? Ich habe am Eingang Metalldetektoren. Das passt auf jeden Fall. Wenn es zu knapp wird, kann ich einen Metalldetektor unten anschließen. So, dann haben wir auf jeden Fall den Hof. Weißt du was, was wir auch noch machen können? Wir könnten mal Gras wieder hier verlegen. So, haben wir eigentlich in einem anderen Hof Gras verlegt? Da haben wir Gras. Alles klar. So, und dann tun wir natürlich auch wieder die Hantelbänke und den ganzen Scheiß da rein.
Und die Gebetsteppiche natürlich. So, machen wir ein paar mehr. So, kannst du beten. Und die Handelbänke benutzen Gemeinschaftsraum auch. Erstmal wieder ein bisschen. So, einmal das. Dann ein paar Telefone. Können wir auch draußen im Hof machen. Hier. So. Passt auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, dass wir einen Fernseher irgendwie hinmachen. Das war so und so. Und dann einfach einen Fernseher hier hin. Das deckt alles ab. Dann, was brauchen wir vielleicht noch? Stühle für eine Selbsthilfegruppe? Alter Schwede, schon wieder. Was war denn der? Ein Spitzel. Alles klar. Sehr gut, das im Nachhinein zu wissen. Habe ich denn irgendwelche Spitzel? Ich sehe gerade keinen. Ich sehe tatsächlich gerade keinen. Nur den Toten halt. Ich sehe wirklich keinen. So, dann können wir die ganzen normalen, also hier die nicht Bandmitglieder, oh lol, auf keinen Fall Bandmitglieder, die ganzen ehemaligen Gesetzeshüter und sowas in die Schutzhaft nehmen. Wir alle haben. So, dann müssen wir mal gucken, dass der Arbeitszeit, die hier, was heißt das? Die Tagesordnung. Von denen natürlich, okay, die haben einfach die hier übernommen. Ne, haben sie nicht. Schutzhaft, ich will den eigenen, genau. Arbeitsplan für dich. So, ja, das passt. Freizeit und bla, alles klar. Normale Freizeit, ja, komm, passt alles. Können wir so lassen. Sollte passen. Achso, wir müssen die Zellen noch ausweisen. Meine Fresse, das habe ich natürlich noch komplett vergessen. Lol, bring dich schnell hier raus. Das was, wir heuern den noch an. Ja, passt auf jeden Fall. So. Prozent. Weißt du was, dich aktivieren wir kurz mal. Müssen halt jetzt echt ein Auge drauf haben, dass da kein Spitzel oder sowas ist. Aber sieht nicht so aus. Ich habe nur sehr viele Bandenmitglieder, die wahrscheinlich extrem viel Stress machen. Nicht so aus, als hätte ich irgendeinen Snitch. Da oben haben wir einen Spitzel. Alles klar. Du kommst auch noch in die Schutzhaft. Alter, wir haben 400 Kapazität. Sehr schön. Das finde ich gut. Das finde ich echt gut. Dann müssen wir natürlich auch gucken, dass wir hier ein paar Wachen einsetzen. Und hier sagen nur für Personal. Ne? Müssen auf jeden Fall ein paar Wachen da sein. Machen wir eine Wachpatrouille von hier. Ich glaube, bei denen müssen wir nicht so viele Wachpatrouillen haben. Von hier nach hier. So, und einmal eine Wache auf dem Hof. Eine normalerweise hier. Ne, soll ja nichts passieren und das sollte eigentlich schon reichen. Ach so, Kantine habe ich vergessen. Fuck, ich habe die Kantine vergessen.
Muss ich auch mal machen. Kantine. Ach, das ist unterräumen. Natürlich unterräumen. Das machen wir noch schnell und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. So, was ich auch noch vergessen habe, ist überall Heizung zu setzen. Achso, und was ich auch noch nicht geguckt habe, ist, ob das heiße Wasser reicht. Das heiße Wasser reicht sogar tatsächlich. Also jetzt können wir noch ein paar Heizkörper setzen. Ich habe eigentlich gesagt, es ist zu Ende jetzt die Folge, aber die Heizkörper können wir noch setzen. Oder für das ist noch Zeit. Dann setzen wir immer irgendwie hier, glaube ich, so vielleicht, so ein Heizkörper. Ich glaube auch da oben habe ich keine Heizkörper. Das heißt, da ist es kalt wie sonst was. Es geht sogar von den Temperaturen. Habe ich Heizkörper gesetzt? Nicht, dass ich wüsste. Da oben habe ich nicht genug heißes Wasser. Da ist wieder eine Wand kaputt. Alles klar. Ja, ja, sehr schön. Danke für die Info. So, und das ist auch die letzte Aktion des heutigen Tages. Wir sind fertig, wir haben wieder 310.000, wenn im ganzen Plan, das passt auf jeden Fall. Wir machen jetzt sozusagen durch die Mod natürlich auch, weil es jetzt die 10-fach-Geschwindigkeit hat, machen wir sehr viel Geld, dadurch, dass wir es einfach weiterlaufen lassen. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ja, Heizung oben haben wir auch nicht genug heißes Wasser, machen wir vielleicht hier so ein Bett weg. Oder weiß nicht, warte mal, können wir mal kurz gucken. Kann ich nochmal kurz gucken. Ich habe ja hier noch einen Boiler. Vielleicht reicht der hier, wenn ich den nach oben setze. Ich weiß es nicht. Ich nix wissen. Vielleicht reicht es. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal wieder, was da drüber ist. Ja. Vielleicht machen wir das auch lieber hier unten am großen Rohr entlang. So. Das sollte auf jeden Fall passen. Dann sollten die auf jeden Fall heißes Wasser haben. Die restlichen Heizungen, darum kümmere ich mich einfach nächstes Mal. So, wie immer, falls die Folge gefallen hat, dann lasst mir noch ein wenig Liebe da in Form von Kommentaren, Bewertungen und Abos. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Ja, wenn es wieder heißt, Tausender Knast, wir bauen dich weiter mit 300.000 Money. Ich weiß ja nicht, was das ist. Sind das Dollar? Ja, theoretisch ist das Dollarzeichen daneben dran, dann müssten es Dollar sein. Also, bis zum nächsten Mal, euer Schulzmann.